Mini-Abenteuer. Reise in eine ferne Galaxie. Aus dem Buch Der kleine Drache Kokosnuss im Weltraum. Was für eine Aufregung! Am Strand der Dracheninsel ist ein Außerirdischer mit seinem Raumschiff gelandet. Der arme Bobby braucht dringend Hilfe, denn er hat sich verirrt. Gern sind Kokosnuss, Mathilda und Oskar bereit, ihn wieder auf Kurs zu bringen und mit ihm den Weltraum zu erobern. Wie sie es wohl schaffen, einen echten Raumgleiter zu fliegen. Reise in eine ferne Galaxie. Während Bobby mit dem Laser, Phaser und einigen Ersatzteilen den Raumgleiter repariert, schauen Kokosnuss, Mathilda und Oskar sich im Inneren des Raumgleiters um. Unten liegen der Maschinenraum und das Dock mit dem Sternenflitzer für kurze Expeditionen. Oben befindet sich die Kommandozentrale. Sie wird Brücke genannt. Bobby, Kokosnuss und Mathilda besetzen die Brücke und Oskar geht in den Maschinenraum. Bobby nimmt auf dem Kapitänssessel Platz, drückt einen Knopf und spricht: Freisprechanlage eingeschaltet, Maschinenraum kommen! Aus dem Lautsprecher ist ein Rascheln zu hören und dann Oskars Stimme. Wohin denn? Oskar, du Eumel, ruft Mathilda. Wenn jemand über den Bordfunk kommen sagt, dann heißt das, du sollst dich melden. Ach so, ertönt Oskars Stimme. Hier alles Paletti. Bitte Treibstoffmenge angeben, sagt Bobby. Ich sag mal, der Tank ist ziemlich voll, aber da ist kein Treibstoff drin. Das sieht eher aus wie Pflaumen. Das ist korrekt, sagt Bobby. In unserer Galaxie werden alle Raumschiffe mit Pflaumen angetrieben. Das Fruchtfleisch enthält wertvolle Vitamine sowie Zink und Kupfer. Und die Kernspaltung setzt hohe Energie frei. Bobby drückt einen Knopf. Startsequenz eingeleitet. Alle auf Position und anschnallen. Kurs 1.2. Geschwindigkeit 0,2 Mioknorpsel. Kurs 1.2, Roger, sagt Mathilda und stellt am Navigationscomputer den Kurs ein. 0,2 Mioknorpsel, Roger, sagt Kokosnuss und betätigt den Temporegler. Leise surrend hebt der Raumgleiter vom Strand der Dracheninsel ab. Beinahe lautlos durchquert er die Erdatmosphäre und erreicht nach wenigen Sekunden die letzten Luftschichten. Das Blau des Himmels wird immer blasser und bald tritt die Maschine in den Weltraum ein. Kokosnuss, Mathilda und Oskar, der einen Kurzbesuch auf der Brücke macht, blicken durch die Fenster. Wie viele Sterne hier zu sehen sind und wie riesig die Erde ist. Und wie schön blau und grün sie schimmern. Oskar, sagt Bobby. Für den Übergang in die Extradimension brauchen wir mehr Treibstoff. Ventil bis 3 öffnen. Geht klar, sagt Oskar und macht sich auf den Weg in den Maschinenraum. Code 2CX, Kurs 329, Geschwindigkeit Knorp 0,5. Knorp 0,5, sagt Kokosnuss. Ist das schnell? Jö, antwortet Bobby. 2,5 Millionen Mal schneller als eben. Ui, flüstert Mathilda. Der Raumgleiter geht auf Kurs. Die Erde scheint davon zu zischen. Und die Sterne kommen näher, immer schneller, bis sie wie unzählige gleißend helle Linien vorübersausen. Der Raumgleiter erzittert. Im großen Fenster erscheint in weiter Ferne ein schwarzes Loch. Was ist das? Fragt Mathilda. Der Eingang zur Extradimension, antwortet Bobby. Schnell wird das schwarze Loch größer. Plötzlich sind die Sterne verschwunden und das Raumschiff gleitet in eine völlige Finsternis. Wo sind wir jetzt? Fragt Kokosnuss. In einem gekrümmten Raum, antwortet Bobby. Es ist eine Abkürzung. Gleich treten wir in meine Galaxie ein. Da meldet sich Oskar. Hier, Maschinenraum. Wo sind denn die ganzen Sterne geblieben? Erst so viele und jetzt überhaupt keiner mehr. Wieder durchfährt den Raumgleiter ein Zittern. Und vor ihnen liegt eine mächtige Galaxie mit Milliarden von Sternen. Ah, alles klar, ertönt Oskars Stimme. Hat sich schon erledigt. Ui, staunt Kokosnuss. Ist das deine Galaxie? Genau, sagt Bobby.
Maschinenraum, bitte Ventil bis 6 öffnen. Geht klar, Captain, sagt Oskar. Kurs 3.4 ZIP, Geschwindigkeit Knorp 5. Die Raumfahrer werden in ihre Sitze gedrückt und die Sterne rasen in einem irrwitzigen Tempo auf sie zu. Kokosnuss und Mathilda blicken ängstlich auf den Hauptbildschirm. Keine Sorge, sagt Bobby. Wir fliegen nur 500 Millionenfache Lichtgeschwindigkeit. Zitterpappel liegt gleich im ersten Quadranten. Aber, stottert Mathilda, das ist doch ziemlich schnell. Wir könnten gegen einen Stern prallen oder in einen Asteroidenschwarm geraten. Der Raumgleiter verfügt über ein Antikollisionsprogramm und weicht allen Hindernissen automatisch aus, erklärt Bobby. Da meldet sich Oskar über Funk. Gibt's hier eigentlich ein Klo? Dritte Tür links, antwortet Bobby. Ach, übrigens, hier blinkt so ein rotes Lämpchen. Und Pflaumen sind fast keine mehr da. Wie? Ruft Bobby erschrocken und springt auf. Das kann nicht sein. Ich hatte etwas Hunger, sagt Oskar kleinlaut. Und die Pflaumen sahen so saftig aus und da dachte ich, die eine oder andere ist bestimmt nur eine Reservepflaume und wird gar nicht gebraucht. Du hast von den Pflaumen gegessen? Ruft Bobby fassungslos. Naja, nicht so viele, höchstens ungefähr etwa, wenn's hochkommt, vielleicht unter Umständen circa 100. Bobby plumpst in seinen Sitz zurück. 100, flüstert er verzweifelt. Dass Oskar aber auch immer so viel Hunger hat. Nun müssen die drei Freunde zusammen mit Bobby für neuen Treibstoff sorgen. Boah, war das spannend! Lust auf noch mehr Geschichten? Dann klick doch mal auf das große Bild.